Hi Leute, ich bin Jodie Calussi. Und ich bin Mikey. Ich habe dich unterbrochen. Wow! Man kennt mich unter dem Namen Jodie Calussi auch auf YouTube. Ich mache dort Vlogs, glaube ich so. Glaube ich zumindest. Ja, und doch. Ich habe eine Modemarke gegründet. Deswegen sitze ich heute hier mit Michael, der... Unstable Stylist. Und wie der Name schon sagt, ich bin sehr unstabil. Also ich bin als Stylist unterwegs, aber in alle Formen und Arten. Heute sind wir hier, um mit euch über Schönheitsideale und Beauty generell zu reden. Mhm, weil ich finde, es ist endlich mal Zeit, dass man das anspricht. Ja. Weil alle reden aufeinander, you know, anstatt miteinander. Ja, ich weiß, macht was das Sinn, meinst, was ich gerade sage? Ja, 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 es egal. Macht schon Sinn. Ich glaube, jeder versteht cool. Das, was du... Zeit. Ja, ich finde, das passt sehr zu der Nicht-Egal-Initiative, weil es geht ja um Toleranz und Respekt. Und ich meine, bevor wir irgendwie andere Leute respektieren können, ne? Müssen wir erstmal uns selbst respektieren. Oh, wir sind so süß! Ah, we finish each other. Sentences. Meinst du, die Schönheitsideale haben sich in den letzten Jahren verändert? Das ist ja jetzt keine Meinung, das ist ja offensichtlich. Ja. Also ich meine, wenn man so richtig weit in die Zeit zurückgeht, ich weiß, ich bin kein Wissenschaftler, also ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sich Schönheit ganz, ganz, ganz häufig daran orientiert, wie viel Geld jemand hat. Ja. So damals, in der Mittelalterzeit, da waren so dicke Frauen, waren richtig schön, weil die Wohlstand verkörpert haben. Ja. So, ne, wenn man dick war, hat man viel gegessen, dann konnte man sich viel leisten. Dann wurde das irgendwann normal, jeder konnte essen, so viel er will. Mhm. Dann ging es weiter zu den Leuten, die sich so Make-up leisten konnten und Leute, die sich... Weiß ich nicht, Fingernägel machen konnten, so in unserer Zeit dann jetzt heutzutage, so vor 20 Jahren oder sowas, da waren alle so richtig angemalt und haben so Fingernägel gehabt und die Augenbrauen ganz dünn gezupft und weiß ich nicht was. Das ist inzwischen auch normal und jetzt geht's weiter zu den Leuten, die sich Beauty-Operationen leisten können, glaube ich. Ja. So, das ist jetzt der Neue, dieses Lip-Filler, immer Botox, so, das ist, glaube ich, so das Nächste, was kommt. So, wenn man so dieses ganz, 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 ganz oberflächliche, allgemein in den Medien verbreitete Beauty-Schönheitsideal, weiß ich nicht, das ist, wenn man das so anschaut, ist, glaube ich, so meine Meinung. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde einfach nur die Einflüsse ein bisschen anders. Mhm. Schönheit ist ja eigentlich Biologie. Ja. Das ist ja, was schon immer war. Ja. Und man hat immer nach Symmetrien geguckt oder man hat immer geguckt, wer am besten die Kinder haben kann. Und ich sag immer, dein Körper und dein Gesicht ist ein Werbeplakat für deine Reproduktiv-Situation da unten. Es ist immer dieser Grundgedanke, aber dann gleichzeitig kommen diese anderen Einflüsse. Mhm. Und damals war das ja halt Royal, also man wollte wie die Royals aussehen. Und heutzutage will man halt so aussehen wie die Leute, die sozusagen die Standards setzen, habe ich das Gefühl. Kardashians. Ne? Ja, ist wirklich so. Zurzeit nenne ich das die Kardashian-Ära. Ja. Aber glaubst du, dass sich das jetzt noch weiter verändert? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also dass viele Werbekampagnen jetzt zum Beispiel von Modemarken oder sowas, die gehen viel auf so freakigere Menschen, die so ganz außergewöhnlich aussehen, aber so richtig außergewöhnlich. Jetzt inzwischen geht es doch eher so in... so richtig anders aussehen. So, das verändert sich gerade so ein bisschen dahin. Ja, das ist so, was ich gemerkt habe. Ich nenne das diese Social Media Akzeptanz gegenüber, was einem anders macht. So, weil jeder ist dann da anders. Und die feiern zum Beispiel, es gibt ja Mädchen mit einem Augenbrauen, also nicht auf einer Seite, aber so. Und die wird halt gefeiert. Und dann gibt es auch eine, die hat richtig viele Sommersprossen, die wird gefeiert. Und ich glaube, das kommt aus diesem... so eine Bewegung, dass man so gegen was Mainstream sagt und einfach das akzeptiert, wo jeder Mensch ist. Kannst du mal beschreiben, wie es bei dir so war? Warum warst du unzufrieden? Warum denkst du, warst du unzufrieden und wie bist du da weggekommen? Also mein größtes Problem, was ich mit mir selber hatte, war meine Nase. Das war immer für mich so ein ganz großer Punkt, dass ich so, der mich eingeschränkt hat im Leben. So, ich hab, wenn ich wusste, da steht jemand, dessen Meinung ich schätze, so ein Crush oder sowas, dann habe ich mich nicht seitlich zu dieser Person gestellt, damit diese Person nicht meine Nase von der Seite sieht. Mhm. Das war so lange ein Problem für mich, so ein richtig, richtig großes Problem. Ich habe echt gedacht, mit so 14, 15 dachte ich, ich will unbedingt 18 sein, damit ich mich operieren kann. So, was voll der Bullshit ist, weil meine Nase ist normal. So, niemand denkt das, nur ich selber habe das gedacht. So, weil ich mich selber im Spiegel tausendmal am Tag angucke. Ja, das ist nochmal was anderes. Und ich sehe jede Pore, ich sehe jeden Pickel und ich sehe jede... Und dann kommen die Leute und sagen, ey, deine Haut sieht heute so gut aus. Und du denkst so, what? Ja. Richtig genau das.
Und das ist halt auch so ein Prozess, den man lernen muss, dass man sich selber halt komplett anders sieht als andere Menschen. Ich sehe so jeden Fehler von mir, den aber andere niemals sehen würden. Und bei mir war das so, ich hatte richtig viele Komplexe, aber wirklich ohne Ende. Weil ich bin ja auch so biracial, ich bin ja halb Asian, halb europäisch so. Und da wusste ich halt nie, ob ich Asiate sein soll oder ob ich Europäer sein soll. Ja, krass. Ich bin zum Beauty-Doc gegangen. Einer, der wirklich alles konnte. Und ich habe gesagt, alles außer mich selber. Ich wollte alles machen, wirklich alles. Ja. Und ich habe gesagt, wenn da irgendwas noch ist, was noch nicht gemacht ist, will ich, dass es geändert wird. Und dann kam der Arzt und sagte, chill, chill, chill. Ne? Und dann war das so. Und dann bin ich dann wieder zum Psychologen gegangen. Und dann habe ich mich eingerenkt. Hätte ich das Gesicht so gemacht, wie ich wollte, würde ich jetzt unzufrieden sein. Ja, voll. Komplett. Ich kriege ja auch ganz oft solche Nachrichten von Mädels, die mir sagen, hey, wie kann man denn so und so aussehen? Mm. Oder ne, was soll ich machen? Oder ich werde gemobbt oder sowas. Weil oder meine Freundinnen reden schlecht über mich. Ich will anders sein. Und das find new friends. Ja, richtig. Genau das ist das, was ich immer sage. Sobald ein Mensch über dich urteilt vom Äußerlichen her und etwas Negatives zu dir sagt, streich diesen Menschen aus deinem Leben sofort raus. Ja. Der hat es nicht verdient, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil diese Menschen, so das sagt man ja auch immer, aber die haben innen in sich so ein Problem mit sich selber, dass sie es dann so rauslassen müssen an dir. So, das ist wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die einen supporten. Es ist nicht wichtig, das denkt man ja auch immer, dass man Freundinnen findet oder Freunde findet, die ganze Zeit sagen, oh, du bist so schön. Und dann das ist ja kein Support. Das ist überhaupt gar nicht wichtig. Also die besten Freunde sind die dich ja dahin bringen, wie einfach nur so, ohne dass sie das aussprechen, zeigen sie dir, dass du wertvoll bist. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass irgendwann mal der Schönheitsideal so ist, dass man einfach die Menschen akzeptiert, wie die halt sind. Ja. Ne? Und ich glaube auch ganz wichtig ist, dass man checkt, dass die Meinung von anderen Leuten einfach auch egal ist. Man muss die Leute nicht nur rausstreichen, sondern es ist auch einfach egal, was sie von dir denken. Ja. Weil ganz oft sagen Leute auch was und dann sagen die das und dann gehen die vorbei und dann haben sie es wieder vergessen. Ja Leute, wie ihr gemerkt habt, wir haben verschiedene Definitionen. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr sozusagen als Schönheit definiert. Und vielleicht auch, was für Erfahrungen ihr mit Schönheitsidealen gemacht habt. Ob ihr Probleme hattet oder nicht. Weil dann kann man sich vielleicht unter den Kommentaren auch helfen. Und man kann auch lesen, dass es ganz viele verschiedene Sachen sind. Und ich glaube, wirklich das beste Ideal, was man haben kann, ist, dass man versteht, warum das alles existiert. Damit man irgendwann mal einfach sagen kann, this is me. Ne? And I don't give a fuck. Jodie hat eigentlich schon ein Video über dieses ganze Konzept gemacht. Und die ist unten verlinkt. Unbedingt angucken, Leute, weil... Sein Kanal ist natürlich auch verlinkt. Abonnieren, nein. Und den Kanal hier könnt ihr natürlich auch abonnieren, wenn euch das Thema generell interessiert. Hier yes. werden noch einige andere Themen Videos. Besprochen zum genau. Respekt und Toleranz. Genau. Kosmos. Also, subscribe gerne. Wir sehen uns morgen, übermorgen oder gestern. Bye, bye.